Hallo meine Lieben, ich bin Adel der Reisende und das ist mein Hund Gordi. Dann habe ich noch einen zweiten kleinen Racker, der liegt unterm Camper Buddy. Und wir sind ja immer noch auf Mutter Erde, wie man sehen kann, in einer wunderschönen Natur, mitten in der Natur. Und ich möchte heute auf mein letztes Video anknüpfen, beziehungsweise ich musste letztes Video 35 Minuten rausschneiden, weil ich einfach zu viel gelabert habe. Also ich konnte ja immer weiter reden, immer weiter über das Thema. Es ging da um Visionen einer neuen oder besseren Lebensweise in Freiheit und in Frieden miteinander. Und ja, was noch? Ich hatte da zwei Liedtexte auch als Inspiration genommen. Die Gedanken sind frei, la la la. Das ist ein Volkslied. Und was war noch? Von Xavier Naidu. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Ja? Und was sagst du dazu? Der Buddy. Der Buddy, der chillt jetzt gerade. Also, wir werden jetzt erstmal was kochen. Essen und dann ja blende ich die restlichen ja zu dem Thema das restliche ein, was ich ausgeschnitten habe, weil es ist einfach zu wertvoll, um es jetzt so beiseite zu legen und zu löschen. Deshalb mache ich heute mir da nicht so viel Aufwand. Und das seht ihr dann gleich. So, meine Lieben, so sieht mein Essen aus. Und zwar Gemüse mit roten Kartoffeln, also Süßkartoffeln, Oregano und Chili und ja, Knoblauch, Zwiebel und so weiter. So Gordi, komm. Wir gehen jetzt nochmal eine Abendrunde quasi nach dem Essen. Also ich habe mir mal hier die Landschaft von der Umgebung hier, wo ich bin. Also ich sage gar nicht mehr, wo ich bin. Also es ist, es gibt keine Grenzen. Die Grenzen sind eigentlich nur in unserem Kopf. Also in meiner Zukunft. Oder jetzt sogar gibt es keine Grenzen, keine Nationen, die sich gegenseitig bekriegen, keine unterschiedlichen Religionen. Wir sind eine Menschheitsfamilie, Erdenbürger, Brüder und Schwestern. Und so sollten wir uns auch gegenseitig respektieren und behandeln. Also, ja, hier wo ich gerade bin, ist die Landschaft teilweise sehr karg, ne? Viele Olivenbäume, die eigentlich nicht natürlich sind. Ne? Das sind ja Plantagen. Vorher waren da andere Bäume oder Pflanzen. Also, oder die Ziegen, die teilweise das Land
verwüsten, kann man fast sagen. Also die fressen ja wirklich das kleinste Zeug, was gerade so wachsen möchte. Es kann hier eigentlich nicht wirklich grün werden. Also so sieht es hier aus. Etwas felsig da oben. Ja, hier am Fluss ist natürlich schon grün, ne? Aber wenn man an manchen Stellen hier fährt, dann ist wirklich sehr, sehr trocken. Das liegt halt daran, dass der Mensch eingegriffen hat. Und wenn man auch die Ziegen nicht hätte, sage ich mal, also wir brauchen ja kein Fleisch essen, ne? Also ich esse schon lange kein Fleisch mehr und ich bin topfit und gesund. Also das ist auch so ein falsches Denken, was uns auferzogen wurde durch Studien oder was auch immer die gefälscht sind, um quasi uns an Fleisch zu halten. Fleisch fressen, kann man sagen. Also man kann sagen, Tiere essen. Also Fleisch ist ja nur ein Produkt, ne? Man isst ja das Tier. Klingt schon ein bisschen anders, oder? Ein Lebewesen. Ja, dadurch, dass der Mensch so eingreift in die Natur, kann es hier gar nicht wirklich auch in trockenen Gebieten, sage ich mal, wieder so grün werden. Hier waren Kiefernwälder, ja, oder andere Pflanzen. Hier das ganze Ding war grün. Die ganze Insel war begrünt. Naja. Ist ja auch egal. Nee, ist gar nicht egal. Es wird wieder. Wir werden das wieder begrünen. Es gibt Möglichkeiten, selbst sogar die Sahara zu begrünen. Ja? Warum macht man das denn nicht? Unter der Sahara ist ein so großer Wasserspeicher. Also am Wasser kann es nicht liegen. Ja, und dann gibt es natürlich auch Waldbrände, weil es dann zu trocken ist natürlich. Aber dazu habe ich da ja auch letztens ein Video gemacht. Waldbrände, Wassernotstand, Erdbeben, Tsunami-Gefahr, alles hier, ne? Wo ich jetzt gerade bin, aber ich erlebe davon nichts. Also nicht mit. Es ist so natürlich, gibt es mal hier oder da einen Waldbrand und es gab auch schon Erdbeben und die gab es auch schon immer. Aber ich habe so gedacht, ja, kann passieren, ne? Wenn jemand eine Kippe so da hinschmeißt und unachtsam ist oder so. Oder wenn Glasscherbe durch die Sonne bestrahlt wird und dann entflammt da sich was. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering. Und ich glaube, die Menschen sind auch nicht so ganz so dumm. Es ist gelegt. Vielleicht ist es gelegt vom System. Nämlich, hier sollen Windkraftanlagen gebaut werden. Ganz viele Windkraftanlagen. Hier soll richtig viel Windkraft, also richtig viel, für ganz Europa gebaut werden quasi. Also Energiespeicher für Europa. Ja, okay. Also hier herrscht auch viel Wind, ne? Heute vor allem. Die Menschen protestieren dagegen. Und ja, das Land ist natürlich auch teuer, wenn der Bauer das nicht verkaufen will, weil er hat da ja irgendwas gepflanzt, ne? Oder keine Ahnung, wie auch immer, Naturschutz und so weiter. Dann gibt es bestimmte Auflagen und dann ist es gar nicht so einfach, da Windanlagen zu bauen. Aber wenn da das Land quasi verkohlt ist, ja, dann ist es sogar spottbillig und dann, ja, dann ist ja die Natur nicht mehr da. Dann bäumt sich auch keiner mehr gegen auf und dann können die Windkraftanlagen da gebaut werden. So einfach läuft das hier. Ganz einfach. Ja, alles ist im Plan, ne? Alles wird schon geplant. Und uns wird immer was anderes vorgegaukelt. Also wir dürfen alles hinterfragen, ne? Ja, meine Lieben. Also ich habe gerade gesehen, dass ich noch einen Song geteilt bekommen habe von der Gabi Albrecht.
Es gibt ein Land. Der Text ist auch wundervoll und passend. Es gibt ein Land, wo du mit allen in Frieden lebst, ohne Angst. Es gibt ein Land, wo du dich abends zum Schlafen legst und träumen kannst. Es gibt ein Land, doch das liegt weit jenseits der Nacht, jenseits der Zeit. Es gibt ein Land tief in uns drin und nur das Herz führt uns dorthin. Es gibt ein Land, wo du dem Leben vertrauen kannst, Tag für Tag. Es gibt ein Land, wo du die Wahrheit noch glauben kannst, wenn man sie sagt. Es gibt ein Land, doch das liegt weit jenseits der Nacht, jenseits der Zeit. Es gibt ein Land, das findest du nur mit dem Herz. Komm, geh drauf zu. Nur wer noch lieben kann, kommt dort an. Irgendwann. Also ein wundervoller Text. Also das Lied, Musik, ist jetzt nicht so mein Ding. Ein Kommentar, also passt jetzt genau zu diesem Lied, was ich vorhin vorgetragen habe. Unsere Gedanken sind frei. Ja, da schreibt sogar eine Frau, Eva. Wir haben in der Schule und auf Freizeitausflügen immer das Lied Die Gedanken sind frei gesungen. Ich habe halt einfach mitgesungen, ohne den Text zu überdenken. Nun kam mir nach diesem Video das Lied wieder in den Sinn und habe es gegoogelt. Der Text, wenn auch schon alt ist, immer noch aktuell. Jetzt verstehe ich die Zeilen. Also ist jetzt von zwei Frauen mir genannt worden, unabhängig voneinander. Was haben wir noch? Da schreibt die Aria, das ist komisch, aber dasselbe habe ich seit einer Woche gedacht, was du jetzt sagst. Also ich muss euch sagen, wir sind alle so verbunden. Ich habe in letzter Zeit solche Synchronizitäten, die ich mir jetzt schon notiert habe, weil sie schon so viel sind, dass ich mir das nicht mehr merken kann. Ich möchte darüber ein Video machen, dass wir wirklich so verbunden sind, dass der eine das Gleiche denkt wie der andere oder so. Oder auf die gleiche Idee kommt oder die gleiche Eingabe bekommen hat oder so. Ne? Also das ist extrem aktuell, so extrem habe ich das bisher noch nicht erlebt. Die Rubinia hat im Telegram-Chat einen ganz langen Kommentar geschrieben. Huch. Und zwar, Adel, dein neues Video, mein Herz steht in Flammen. Du hast so recht mit vielem. Ich weiß nicht, wie sich das bei euch anfühlt, aber es brennt innerlich. Das Herz bekommt eine bestimmte Energie. Adel entzündet es immer wieder. Kann ich schlecht beschreiben. Jedenfalls als Adel von Bob Marley gesprochen hat und einer Welt ohne Grenzen und Religion, musste ich an Imagine von John Lennon denken. Stell dir vor, alle Menschen leben nur für das Heute. Stell dir vor, es gäbe keine Länder. Es ist nicht schwer, das zu tun. Nichts, wofür es sich lohnt, zu töten oder zu sterben. Und auch keine Religion. Stell dir vor, alle Menschen leben ihr Leben in Frieden. Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer. Aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein. Und die ganze Welt wird eins sein. Stell dir vor, es gäbe keinen Besitz mehr. Ich frage mich, ob du das kannst. Keinen Grund für Gier und Hunger. Eine Mensch Halt in Brüderlichkeit. Stell dir vor, alle Menschen teilen sich die ganze Welt. Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein. Und die ganze Welt wird eins sein. Also ich kannte diesen Text nicht, ne? Also ich wusste das nicht. Unglaublich, wie gut dieser Text gerade passt, oder? Hammer, ja. Mir wird die ganze Zeit gesagt, kündige deinen Job. Ich habe Kinder, der ist remote und der ist gut bezahlt. Mein Kopf sagt, bist du verrückt? Mein Herz sagt, tue es. Ja. Und dann
Was ist meine Bestimmung? Bin ich jemand, der etwas tun muss, um zu wirken? Ich glaube schon, ich spüre das. Aber was muss ich tun? Ich möchte so gerne auf die andere Seite treten, aber ich habe Angst. Ich bin auch gegen das aktuelle Schulsystem, gegen diesen ganzen Zwang, aber ich habe Angst. Und oft denke ich, ich nehme den Kindern zu viel. Vielleicht müssen sie genau in dem System nachher bestehen. Sorry, das musst du jetzt mal raus, schleppe das täglich mit mir herum. Okay, ich habe da nicht drauf geantwortet. Ich weiß nicht, ob jemand drauf geantwortet hat im Chat, aber ich möchte kurz darauf eingehen jetzt, weil ich habe nicht so viel Zeit, zu so vielen Kommentaren so ausführlich zu antworten. Ich versuche mein Bestes. Also da, Sie, so wie ganz viele andere Menschen jetzt in diesen Zeiten, sind im Umbruch, befinden sich richtig im Umbruch. Du kannst eigentlich nichts falsch machen, wenn du auf dein Herz hörst, aber auch mit deinem Verstand abwägst. Herz und Verstand gehören zusammen. Man kann nicht blind einfach nach dem Herzen gehen, wenn wir noch in 3D leben, also in der Matrix quasi. Wir sind noch mit einem Fuß auf jeden Fall im System und deshalb rate ich, das gut abzuwägen, ne? Nicht einfach blind vertrauen und sagen, ja, du hast auch eine Verantwortung, wie du sagst, für deine Kinder. Und deshalb rate ich immer, Schritt für Schritt sein Leben zu vereinfachen, die Kosten zu senken und dann sich mehr Sicherheit dadurch zu schaffen, indem man auch etwas beiseite geschafft hat, für einen Plan B. Ich rate niemanden, Hals über Kopf einfach irgendwie auszusteigen und dann nicht keinen wirklichen Plan zu haben. Also wir sollten auf jeden Fall einen Plan haben. es sei denn, du bist schon so weit, dass du dich von dem Göttlichen so führen lassen kannst, dass du so im Vertrauen bist, dass alles richtig ist, was du machst und du daran auch fest glaubst. Aber das sind heutzutage noch zu wenige, deshalb kann ich das auch nicht so jetzt einfach so sagen. Ne? Also ich komme da im Moment immer mehr rein, dass ich einfach vertraue. Auch ohne zu wissen, was morgen ist oder in einer Woche oder was ich machen werde. Ich habe einfach keinen Plan mehr. Ich warte auf mein Gefühl und auf Möglichkeiten, die sich öffnen und schaue dann, wo sich Türen schließen und wo sich wieder Türen öffnen. Und da geht der Weg hin. Und natürlich höre ich auf mein Herz, ne, ob ich da auch Lust drauf habe. Ich achte nicht nur auf Zeichen mehr. Das habe ich mal noch vor kurzem gemacht. Und dann habe ich mir dann nachher gedacht, nein, ich bin der Schöpfer meiner Realität. Ich komme in die Selbstermächtigung. Und das dürfen wir auch lernen und üben. Und auch nicht einfach sich blindlings von irgendwelchen Gefühlen leiten lassen. Man darf sich vor allem auch nicht hauptsächlich von der Angst leiten lassen oder von der Wut. Natürlich kann man das, die leitet uns auch und das Ego genauso. Ne? Aber wir sollten das Schritt für Schritt machen und nicht Hals über Kopf. Das ist mein Rat. Es gibt noch ein Lied, das möchte ich jetzt auch noch anbringen. Und dann reicht es, glaube ich, erstmal. Aber diese Texte, die passen so zu der heutigen Zeit. Das ist aber auch nicht so ein altes Lied. Vor ein paar Jahren kam das raus. Es ist von Kylie's Moore und Maren Herz. Wir könnten. Wir könnten Häuser bauen, die autark und nachhaltig sind. Wir könnten dankbar mit der Erde umgehen als ein Menschenkind. Wir könnten aufhören, jemand zu werden aus Fernsehfilmen. Uns nicht verbiegen und einfach sein, wer wir selber sind. Wir könnten kooperieren, statt zu konkurrieren. Wieder zurück zum Wir, im Frieden leben mit Tieren. Massenviehhaltung verbraucht ein Drittel des ganzen Getreides der Welt. Wir fressen und fressen, woanders hungern Menschen. Wir können Hanf anpflanzen. Anplatzen steht hier. Anpflanzen, anstatt den Regenwald roden. Wir könnten Mehrwerte schaffen, anstatt mit Schneeballmethode.
immer noch mehr und mehr ins Portemonnaie reinzuholen, bis man dann merkt, der Wert von Geld ist eine Illusion. Wir könnten mehr als 5 Sinne nutzen, um andere kennenzulernen und ihnen begegnen, als ob man es selber wäre. Wir könnten dieses oder jenes, wir könnten dies und das. Ich könnte stundenlang darüber reden, aber ich mache lieber was. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns all die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten alles verändern, wenn wir nur aufhören zu glauben, wir könnten gar nichts verändern. Alles ist änderbar. Ja, nicht nur in einem Wahljahr. Nutz deine Stimme, auch wenn man nicht danach gefragt hat. Wir könnten aufhören, so zu tun, als hätte Geld einen Wert und so handeln, als ob wir wirklich alle Menschen wären. Ganz ohne Messenger miteinander sprechen lernen. Lächeln verbindet, in uns drin schlägt dasselbe Herz. Wir könnten uns verändern, dadurch alles um uns herum verändern. Dadurch wirklich alles von Grund auf ändern. Es gibt keinen Grund, noch länger drauf zu warten und einfach starten, statt zu fragen, warum es andere nicht starten. Wir könnten das T streichen, denn wir können. Punkt. Oder warum glaubst du, wählte unser Schöpfer uns? Wir könnten anfangen und endlich in uns selbst vertrauen. Komm, wir beginnen jetzt, an einer neuen Welt zu bauen. Wir könnten uns erinnern, wie wir uns fühlten, als wir mal Kinder waren. Offene Herzen, befreit von Angst, weil man niemals scheitern kann. Ich könnte alles verändern. Du glaubst an mich, du könntest alles verändern. Ich glaube an dich. Wir könnten alles verändern, ohne Zweifel. Wir sind Veränderung, wir sind das Zeichen. Und der Refrain, wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Das singt dann eine Frau. Also ich kann das nicht so gut. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Ach, ich kann nicht singen. Ja, also da brauche ich eigentlich auch nicht viel interpretieren. Statt wir könnten, würde ich sagen, wir werden. Ganz einfach. Also all diese Lieder, ne, werde ich natürlich verlinken in der Videobeschreibung. Wenn du unter diesem Video auf mehr klickst, kommst du in die Beschreibung und dann kannst du die ersten Zeilen lesen und dann musst du nochmal auf mehr klicken und dann siehst du den Rest und dann siehst du auch die Links zu den Videos. Ich habe noch ein Abschlussbild quasi, das ich vor kurzem auch in meinem Chat geteilt habe. Und zwar kam mir das entgegen, wo zwei Esel gegeneinander ziehen. Also sie sind mit einem Seil verbunden und einer will in die Richtung und der andere in die andere Richtung, um an Futter zu kommen. Und dann wird ein Bild gezeigt, quasi, wo die zwei Esel miteinander in eine Richtung gehen und gemeinsam das Futter auf der einen Seite fressen. Und dann gemeinsam das Futter auf der anderen Seite fressen. Ohne viel Kraftaufwand. Also gemeinsam ist es oft einfacher. Gegeneinander kriegt keiner was. So kann es auch laufen, ne? So, ich werde jetzt hier Feierabend machen. Ich sende euch ganz viel Licht. Ganz viel Sonnenenergie. Von Kosmos, Vater Sonne oder wie auch immer. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich denke, wir sitzen alle in einem Boot. Manche haben es mehr erkannt, manche etwas weniger. Manchen geht es sehr gut, weil sie halt einen sehr guten Job haben oder so. Das ist halt der goldene Käfig, ne, von dem ich erzählt habe. Also, ja, manchen geht es dafür umso schlechter. Ja?
in Freiheit. Und in Frieden und Miteinander, wenn uns das ganze Land gehört, allen Menschen, keine Grenzen, keiner mehr ausgebeutet wird und die Natur auch nicht, dann brauchen die Reichen sich auch nicht beschweren, weil ihnen wird es genauso gut gehen oder noch viel, viel besser. Nämlich, die sind dann frei und daher... Keiner braucht irgendwie Angst zu haben, dass er alles verlieren wird. Das wird vielleicht geschehen, ich weiß es nicht, in der Übergangsphase. Aber was dann kommt, ist tausendmal geiler. Also wenn wir alle wirklich in Frieden und in der Liebe sind und in, ja, miteinander. Das ist so quasi meine Vision von der neuen Zeit, von der neuen Welt. So, meine Hunde, die wollen hier spielen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und tausend Küsse, Gottes Segen. Bis bald, euer Adel, der Reisende, und Buddy und Gordi. Gordi! Guck mal hier! Guck mal hier! Ach ja, ihr zwei. Ciao! Huh? 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 Huh?